communicate with the eyes, with the body, with the gestures, you have to be observant in a very special way, looking around, as you usually do when people. Man musste auf eine besondere Weise aufmerksam sein. Konnte nicht mit den Augen abschweifen, wie so häufig, wenn man mit jemandem spricht, sondern musste ihm die ganze Zeit ins Gesicht sehen. Und wenn man das tat, war er wirklich jemand, der sehr gut vorspielen konnte. Er konnte einen sehr gut lenken. Das machte er auch sehr gerne, wobei er aber nicht dominierte. Er gab immer nur Hinweise oder Anregungen. Er steckte einen Rahmen für den Schauspieler ab, in dem dieser sich frei bewegen konnte. Denn auf diese Weise wurde man inspiriert. You felt free, because he gave you some very good inspiration that way. Acting was not easy for me together with him in the first film, because das Spielen war für mich in unserem ersten gemeinsamen Film nicht einfach, weil ich den Charakter überzeichnete. Ich war daran gewöhnt, so viel wie möglich von dem Charakter zum Ausdruck zu bringen. Er wollte aber nicht so viel Ausdruck, er wollte die Geheimnisse wahren, vieles dem Publikum überlassen. Er wollte das Publikum anregen und neugierig machen, nicht zu viel von dem Charakter oder der Situation preisgeben. React before the audience, to leave the audience in a mood of activity and curiosity, not to explain too much of the character and the situation.
He was always hunting like that, hunting expressions, hunting not only expression in faces of actors, but also in the expression of the nature. He could stand before. Er war immer auf der Jagd. Er forschte nicht nur nach dem Ausdruck im Gesicht des Schauspielers, sondern auch nach dem Ausdruck in der Natur. Er konnte sich zum Beispiel vor eine Mauer stellen, die voller Zeichen und Spuren der Zeit war. Eine Mauer, die eine Geschichte hatte. Er blieb 5 oder 10 Minuten unverwandt davor stehen und fand viele geheimnisvolle Zeichen auf der Mauer. Er suchte nach etwas. Ich weiß nicht was. He was very often when we were in the landscape, especially when there was some water in the landscape. He loved water. Häufig, wenn wir im Freien in der Natur arbeiteten, besonders wenn ein Gewässer in der Nähe war, er liebte Wasser, leitete er verschiedene kleine Flüsse oder Rinnsale daraus ab und schuf so eine Art Landschaft. Er war ständig unterwegs, um nach Dingen zu suchen, Forschungen anzustellen und dabei gleichzeitig etwas zu schaffen. Als ich zum ersten Mal das Material des abgedrehten Films sah, war ich von der Dunkelheit der Bilder überrascht. Das gesamte Material entsprach völlig der Stimmung und dem Seelenzustand, in dem wir es aufgenommen hatten. Eine solche Aufgabe hatte ich mir aber gar nicht gestellt. Doch es ist für mich sehr symptomatisch, dass die Kamera unabhängig von meinen konkret geplanten Absichten vor allem auf meinen inneren Zustand während der Dreharbeiten reagierte.